und herzlich willkommen. Heute geht es nach Miami, Miami. Ja, ich freue mich voll. Und es ist das erste Mal, sprich, also das erste Mal auch, dass ich euch mit hinnehme. Ich hoffe mal, das wird cool. Wir haben ja hier in Deutschland nicht so gutes Wetter. Deswegen freue ich mich schon mega, weil in Miami soll es 28 Grad haben. Also nicht schlecht hier für, was haben wir, November. Ja, und wir fliegen heute mit dem A380 und wir haben sogar früh den Abflug. Also wir haben jetzt schon 9:30 und dann so, denke ich mal, in 2 Stunden sowas. Ja, naja, auf jeden Fall. Also dann bis später in Miami. Yeah, herzlich willkommen in Miami. Ja, wir haben noch gar nicht so spät. Wir haben jetzt kurz vor 1 in Deutschland. Und mein Zimmer ist jetzt nicht so spektakulär. Also genau, man kommt hier rein. Hier ist das Badezimmer mit einer Badewanne anscheinend, ja. Und genau, da kommt man hier raus. Hier ist ziemlich groß, ist ganz cool. Mein Bett, ich lag schon drin, deswegen ist es so verknittert. Und ja, das hier ist die Aussicht auf Miami. Ja, wir haben hier ein Hotel in Downtown. Und ja, ich bin mal mega gespannt morgen. Wir haben nicht so lang Aufenthalt. Also wir fliegen morgen schon wieder ziemlich früh zurück, also morgen Abend. Deswegen bin ich mal gespannt und schaue mir dann morgen mal Miami genauer an. Und bei mir passiert es heute nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt auch gleich dann schlafen und dann bin ich morgen schön ausgeschlafen. Und ich habe mal wieder in der Galley gearbeitet, habe die Business Class Galley gemacht. Also bei uns in der Küche. Ich habe die Küche gemacht. Und ja, der Flug, der war sogar ziemlich lang. 10:10 Stunden sind wir geflogen. Und ja, er war irgendwie jetzt schon mega anstrengend. Also wir sind alle voll platt, weil ja, es ist halt ein Tagflug und deswegen war ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten, ich will hier ja nicht meckern, deswegen. Aber ich gehe jetzt gleich dann schlafen und dann, ja, bis morgen. Guten Morgen. Oh, schaut mal, das sieht mega toll aus. Man kann auch richtig weit schauen. Sowas finde ich einfach gigantisch. Das sieht ein bisschen so aus wie in L.A., finde ich. Obwohl ich hier nur im 2. Stock bin. Ich finde, es hat irgendwie sowas Beruhigendes an sich. Also wir haben jetzt 5 Uhr morgens und irgendwie ist es ja noch niemand wach und dann sieht man so die ganzen Lichter. Finde ich mega schön. So, und hier. Aus dem Fenster habe ich ja gestern schon gefilmt. Ist ein bisschen dreckig. Aber ja, sieht auch ganz cool aus. Ich genieße gerade noch die Aussicht aus meinem Bett. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist gerade so schön. Deswegen genieße ich hier noch ein bisschen, kuschel noch ein bisschen und dann gehe ich schon in Sport. Und dann wollten wir ja alle am Strand und dann geht es ja auch schon wieder heim. Deswegen die Ruhe vor dem Sturm. Aber mit so einer Aussicht könnte ich, glaube ich, echt jeden Tag aufwachen. So, es geht ab in Sport und schaut mal den Himmel an. Voll krass, der ist einfach rosa. Ich habe gerade noch was gesehen. Oh mein Gott. Schaut mal, da hinten ist das Wasser. Da hinten, also da, wo man dann die Häuser sieht, ganz schlecht, das ist Miami Beach. Oh mein Gott. Yay. Finish, fertig. Und was richtig geil ist, hier riecht so nach, kennt ihr das so, Hubba Bubba? So, oh, riecht das geil. Huhu, es geht frühstücken. Es ist das erste Mal, glaube ich, seit wahrscheinlich der Kurzstrecke, wisst ihr es noch, dass ich zum Buffet wieder zum Essen gehe. Ja, gehe ich mal jetzt schön Buffet essen. Das ist immer so blöd, weil man isst da so viel, deswegen, naja. Yeah, jetzt wird Miami unsicher gemacht, also seid gespannt, freut euch, es ist so geiles Wetter draußen. Aber es sieht mega schön aus.
mein Gott, das ist einfach so schön, wow. So, oh mein Gott, schaut mal. Das ist Miami Beach. Voll schön und der weiße Sand. Die Häuser dort, geil. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heiß es ist. Deswegen, wir müssen jetzt auch gleich ins Wasser. Schaut mal, was ich gekauft habe. Leute, er schmeckt so gut. Back again. Wir sind zurück und schaut mal, ich bin braun geworden oder ich bin total braun. Also hier, wow. Mal hier kurz im November die Sonne getankt. Ja, es war jetzt eigentlich ein cooler Tag, aber es geht leider jetzt schon bald wieder zurück. Also wir haben jetzt erst nachmittags und ja, deswegen voll schade, es war nicht so lang. Ich muss unbedingt nochmal hierher und dann länger hier bleiben, weil es ist so schön in Miami. Also wir waren jetzt, glaube ich, wahrscheinlich 4 Stunden weg und wir sind eben zu Miami Beach gefahren, also South Beach. Dann haben wir dort schön in der Sonne gebrutzelt und wir sind ins Wasser und das Wasser ist Badewannenwasser. Das Wasser ist so schön warm gewesen. Hammer! Also im November im Wasser gewesen. Und dann sind wir über den Ocean Drive nach Hause gelaufen quasi, weil wir wollten noch ein paar coole Bilder machen. Und der Ocean Drive, der ist mega bekannt. Da sind lauter so kubanische Restaurants. Und Leute, ich bin so in Stimmung, also in kubanischer Stimmung. Oh, so geil. Da waren so riesen Cocktails und voll toll. Also ein bisschen blöd, dass es heute heimgeht. Und dann haben wir auch noch die ganz vielen Kreuzfahrtschiffe gesehen, weil hier in Miami, da fahren lauter Kreuzfahrtschiffe ab. Und die machen dann so geile Stops, also Bahamas und Kuba. Und boah, ich muss auch so eine Kreuzfahrt machen. Und auch total viele Gäste im Flieger sind hier nach Miami geflogen gestern, um die Kreuzfahrt zu machen. Deswegen, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Also das Miami-Fieber hat mich wirklich voll gepackt. Also hier, das ist wirklich irgendwie wie so eine andere Welt. Also ist total schön und es ist ja so heiß, also ihr habt es ja gesehen. Also es hat, glaube ich, 30 Grad, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist so heiß, man hält es nicht länger als, keine Ahnung, man hält es nicht länger als eine halbe Stunde in der Sonne aus. Und ich brauche ja eigentlich keine Sonnencreme oder wenig. Und ich habe mich total eingecremt, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme. Also das ist ja echt richtig krass. Aber voll toll und voll schön. Und wir haben auch mega coole Bilder gemacht. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr mir gerne folgen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall einen mega, mega coolen Tag gehabt. Ich bin auch immer noch voll vom Frühstück. Und wir haben ja noch das geile Eis gegessen. Also puh, auch richtig heftig. Auf jeden Fall hat sich Miami mega gelohnt. Und ich habe noch so coole Süßigkeiten-Teile gekauft. So. Die Icebreakers. Ja, die habe ich in Chicago kennengelernt auf meinem letzten Umlauf. Und boah, die schmecken so gut. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das sind, ja, die schenke ich auf jeden Fall meinem Bruder, weil er liebt Süßigkeiten über alles. Und dann habe ich noch ein bisschen Sonne für meine Mama mitgebracht oder so. Also oder für uns. Vitamin D3. Deswegen mal gucken. Also Supports. Immunsystem. Keine Ahnung, ob das was hilft oder so, aber halt gegen die Winterdepression in Deutschland. Also ich habe ja jetzt hier Vitamine und Sonne getankt, aber wer weiß. Ich habe ja jetzt nämlich Urlaub, also ich habe diesen Monat gar keinen Flug mehr. Also ich bin jetzt durch nach dem Heimflug und ja, deswegen habe ich mich mal versorgt. Aber ich habe schon einen coolen Plan, also dass ich vielleicht wegfahre oder wegfliege. Und deswegen, ich habe jetzt schon geredet, also es wäre cool, wenn das klappt. Also vielleicht fliege ich nach Dubai nächste Woche. Aber mal gucken, ob das noch klappt und was daraus wird. Aber das wäre mega cool, oder? Also nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Also mal schauen.
Und ja, jetzt lege ich mich noch kurz hin. Wir haben ja nicht mehr lange. Und dann geht es auch schon leider wieder heim. So schade. So schade. Also hier könnte ich wirklich noch mal 3, 4 Tage bleiben. Also der Pool war ja auch mega krass. Aber ich bin so happy, dass ich braun geworden bin. Also wie cool einfach. Wie hammercool ist das. Und hier leben auch so reiche Leute. Also jedes zweite, dritte Auto ist einfach so ein geiles Auto. So ein Mustang, ein Porsche, also die ganzen teuren Autos. Voll schön. Also, da muss ich mir doch noch überlegen, was ich mit meinem Leben noch so anfange, oder? Dass man halt irgendwann mal hier ein Haus hat in Miami. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, oder? Ja. Gut, also ich genieße jetzt noch meine Zeit und dann, ja, geht's zurück. Und ich war bestimmt über eine halbe Stunde im Meer. Also, es hat mir jetzt richtig geholfen. Ich liebe das einfach. Also, ich bin einfach gemacht für Sonne, Sommer, Strand, Meer, Salz. Dann werden meine Haare auch lockig und. Ach, das Leben könnte so schön sein. Deswegen schicke ich auf jeden Fall ganz, ganz viele sonnige Grüße nach Hause. Hihi. Ich habe festgestellt, wir haben jetzt noch eine Stunde, bis ich mich fertig machen muss. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich jetzt einfach noch schnell am Pool und lege mich dann da nochmal schön in die Sonne. So, jetzt nochmal. Oh Mann, ist viel los, aber ich liebe es. Okay, der Pool ist einfach nur geil. Und ja, da ist auch voll die coole Aussicht. So. Koffer sind gepackt und es geht zurück nach Hause. Ja, voll schade, es ist noch hell draußen, wie ihr seht. Aber es ist trotzdem ein Nachtflug. Und ja, dann melde ich mich im kalten Deutschland morgen wieder. Juhu, wieder da. Gleich daheim. Ja, der Flug war super anstrengend irgendwie. Also ich war total müde oder wir waren eigentlich alle total müde. Ja, weil es ja Nachtflug war, deswegen muss man es einfach halten. Und ja, ansonsten habe ich jetzt Urlaub. Deswegen mal schauen, ob das mit Dubai klappt oder so. Auf jeden Fall ist dann mehr rechts mehr. Und ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen umfreuen. Und genau, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, mich natürlich abonnieren. Und ja, dann würde ich euch bis zum nächsten Video. Tschüssi!